Liebe Genossen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. Und in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mit der Ölindustrie weiter befassen, die bauen, planen und so weiter und so fort. Aber noch einen schwerwiegenden Fehler gemacht, der uns fast in den Ruin treibt. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben hier vergessen zu sagen, diese beiden Knöpfe auszumachen. Das haben wir hier auch vergessen. Und was ist das jetzt hier? Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Ja, wir wollen hier keine Bürger bekommen. Wir produzieren hier mehr als genug 21-Jährige, die hier sind. Das Einzige, was wir haben wollen, sind gleich ein paar Lehrer, also Studierte. So, nächstes Thema. Wir können jetzt, denke ich mal, die Straße hier in den Bau geben. So. Ich denke, das ist auch okay. Das kann jetzt auch angefangen werden. Da sollte es jetzt auch passen. Ja, okay. Gut, das ist das Thema. Und das Ding ist gleich fertig. Ihr seht, das ist alles da. Jetzt könnten wir tatsächlich sogar sagen, hey, pass auf. Sollen die Leute halt meinetwegen hier von außerhalb hier reinkommen, 50 Leute und das Ding fertig bauen. Es ist jetzt alles auf der Baustelle. Das sollte jetzt passen. So viel Stahl haben wir noch. Wir haben noch 5 Tonnen Stahl. Bevor wir was anderes machen, sollte das also passen. Okay, dann können wir uns auch noch mal darum kümmern, wie es mit der Forschung aussieht. Wir haben hier, ja, 3 politische Kommissare. Was ich auch noch bauen möchte, eigentlich vor dem Herbst, ist dieses Gebäude hier. Und die Straße ist auch fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist das Problem. 31 Tonnen Stahl. Ja, das ist einfach mal extrem exorbitant. Mördermordsmäßig viel. Und deswegen werden wir jetzt einmal sagen, wir werden bitte dich hier auch noch eintragen. Waste Transport Viking Aggregates Storage Unit Dumpdrucker. Okay. Verstanden? Aber wir werden jetzt einmal sagen, er soll hier die Sachen holen. Und hier Entladenstahl. Und da bitte Beladenstahl. Und dann werden wir hier einmal sagen, wir brauchen hierfür 31 Tonnen. Das bedeutet, wir werden das jetzt einmal auf... Was brauchen wir denn hier? 40%. Nipp. 40. Ja, das müsste reichen. Und das bitte jetzt zu 100% beladen, bitte. Genau. Bitte im Zollhaus nicht entladen, sondern beladen, ausschließlich Stahl. Und dann können die da hinten jetzt hinfahren über die Route und sich das kaufen. Gut, wunderbar. Und das auch, das heißt, er ist jetzt unterwegs. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie es mit dem Treibstoff läuft. Das könnte bis da hinten ein bisschen schwierig werden, aber dann ist es so. Jetzt gucken wir einmal hier, dass das vorher was gelöscht wurde. Das ist okay. Und jetzt holen wir uns erstmal aus dem Westen den Stahl. Dann deaktivieren wir den Stahlimport wieder und dann können wir von dort aus dann weitermachen. So, das Ding ist auch gleich fertig. Jawohl. Na, siehst du wohl. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und rettig. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Bau beendet. Wunderbar. Das können wir einmal ausmachen. Und jetzt hätte ich auf jeden Fall gerne blub, blub, zweimal davon welche. Und dann können wir den Bürgern den Einzug gestatten. Denn hier gibt es genug Leute, die hier auf den Job, beziehungsweise auf die Möglichkeit warten, hier einzuziehen. Wir können sogar noch einmal mehr einen reinholen. Damit wir hier einfach mehr Leute haben. Das ist mir einfach wichtig. Die müssen nämlich alle hier rein. Jetzt gucken wir noch mal an. Hier. Ja. Wir sind bei 88%. Boah, das ist halt 62% ungeprüft. Das ist einfach zu viel, Leute. Zu viel, zu viel. Weißt du, was wir machen können?
Wir können einmal 10 Bürger nach da verlegen. Aus dem Gebäude. Und hier, na, das hat ja was gebracht. Arbeitslosigkeit zu hoch. 8%. Ja, ja, das ist, wir haben hier genug Jobs. Das kriegen wir schon hin. Ja, die arbeiten jetzt alle hier. Hier werden wir jetzt mal auf 10 begrenzen. Mehr will ich hier auch nicht drin haben. Verzeiht bitte. Und die sollen jetzt eigentlich alle sich dann hier verteilen. Hier. Ja, wir müssen halt, wir müssen hier besser werden. Wir kriegen ein Kriminalitätsproblem ansonsten. Da müssen wir jetzt mehr Leute uns hier ranschaffen. Und wir haben hier 150 Arbeiter. So, kriegen wir bei dem Wasser? Ja, Wasser sieht jetzt gut aus. Wir haben so viele Leute hier. Das ist der Wahnsinn. Also produktionsmäßig ist das okay. Wir haben immer noch 80 Tonnen. Wunderbar. Das sieht ganz gut aus. Dann brauchen wir da Gott sei Dank noch keine Kleidung kaufen. Die wird gebaut. Dann können wir da jetzt auf Vollgas gehen und planen jetzt hier unsere Ölindustrie. Wichtig ist mir, dass wir hier die Unterbrechung planen. Das machen wir aber wirklich erst, wenn wir der Kiesstraße so weit angekommen sind. Das ist eben das Problem. Deswegen will ich hier auch eine Kiesstraße bauen. Das Problem ist, dass wir ansonsten hier hinten ein zeitliches Thema haben. Das heißt, wir müssten zu viel Geld mit Rubel bezahlen und würden hier zu wenig über andere Sachen bekommen. Und das ist für mich momentan so ein kleines Problem. Deswegen machen wir das mit einer Kiesstraße. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn wir hier dieses Ding bauen, dann haben wir eine Unterbrechung der Stromversorgung aus dem Westen und müssen uns das hier aus dem Osten kaufen. Alles. Dann gehen uns auch wieder ein paar Einnahmen flöten, auch wenn es nur ein paar Kröten sind. Aber das ist schon entscheidend. Und deswegen will ich hier eine Kiesstraße haben, dass die Sachen hier hinten schnellstmöglich gebaut werden. Ja, das ist der Hintergrund. So. Machen wir aber mal unsere Pumpen als allererstes. Die wir hier einmal hinsetzen. Da hätten wir hier eine mit 80%. Alter Falter, ey. Das ist echt nicht schlecht, ne? Einmal da. Dann wollen wir da noch eine Pumpe haben mit... Ich meine, ich hätte einmal 55 gesehen. Da. Da bitte. Zack. So, jetzt haben wir da auch noch die Möglichkeit, noch was zu bauen. Aber das machen wir dann hinterher, wenn es ein bisschen mehr Geld gibt. Oder? Nee, das machen wir noch nicht. Okay, gut. Also... Möglichst kurze Leitungswege ist mir wichtig. Mal gucken, dass wir vielleicht in die Richtung gehen. Nach Möglichkeit das bitte. So. Mhm. So. Dann kommt dort ein kleines Tanklager ran. Spiegeln wir einmal. Kriegen wir das so hin? Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen, aber wir können es ja mal ausprobieren. Das Problem ist, er hat mir das Rohr nicht angezeigt. Na doch, gut. Alles klar. Mal da bitte. Zack. Dann haben wir hier ein kleines Öllager. Dann passt das eigentlich schon, ne? Dann müssen wir nur noch die Straßen bauen. Einmal da lang. Einmal da lang. Einmal daran. Der daran. Das passt nicht. Daran.
Das war's schon. Das ist unsere gesamte Planung, die wir brauchen. Und damit, das war der falsche Knopf, werden wir dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Sehr, sehr gut. Okay, da wird gebaut. Ich würde übrigens jetzt auch mal gucken, dass wir nicht alle da unten hinfahren lassen. Denn wir haben tatsächlich ein paar Probleme. Wir lassen euch mal weiter nach oben fahren mit dem Kies. Und auch ihr könnt einmal da oben hinfahren, was Kies angeht. Das wird ansonsten ein bisschen wenig. Du arbeitest überall mit. Ja, passt. Gut, okay. Wie sieht es beim Stahl aus? Da sind wir bei 5 Tonnen. Die sind unterwegs. Da sehen wir jetzt, da ist offensichtlich was gekauft worden. Und VEB Kleidung ist auch okay. Wir sind bei 13% Arbeitslosen. Ja, da müssen wir echt was machen. Die haben ein paar Probleme. Wir brauchen auch unbedingt mehr Polizeibeamte. Ich weiß, wir haben zu viele Arbeitslose. Wir werden denen hier mehr Jobs geben. In diesem ganzen... Veranstaltungen, auch Kindergärten oder so. Oh, der ist auch fast voll. Da können sie gerne arbeiten ohne Ende. So, das Ding ist ja auch schon wieder voll, ey. Das ist ja unglaublich. Wie haben die... Die haben aber auch alle einen Schulabschluss, ne? Boah, ist das ja krass, ey. 90 Leute ohne Job. Wie sieht es denn jetzt grundsätzlich aus mit denen hier? Ja, die bleiben sogar bei uns. Es sinkt minimal. Fluchten 7, aber im Grunde genommen sieht es eigentlich erstmal gut aus. Wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir mit den Polizeibeamten hier auf die Reihe kommen. Wir müssen mal gucken, wir werden mal... Na, 16 wollte ich jetzt nicht gerade machen. Gehen wir auf 10 hoch. Wir haben einfach nicht genug qualifiziertes Fachpersonal. Da können wir uns nochmal welche reinholen. Da hinten holen wir uns nochmal welche rein. Da holen wir uns nochmal welche rein. Aber wir brauchen mehr Experten mit Universitätsabschluss. Da würde ich tatsächlich sogar einen wegmachen. Wir brauchen die Leute definitiv hier. Und jetzt können wir einmal gucken, ob das vielleicht an den beiden Fahrzeugen liegt oder ob die wirklich nicht hinkommen. Da gibt es ja diese schöne Statistik hier. Nicht zum Einsatzort gekommen. So. Ja. Also es gibt tatsächlich immer noch zu viele, die gar nicht erst hinkommen. Dann werden wir den nochmal... einen Trabant kaufen. Jetzt haben wir 8 Leute. Okay, sehr schön. Das ist schon mal gut. Hoffen wir mal, dass es damit ein bisschen besser wird. Wie sieht es hier aus mit der Produktivität? Eigentlich ganz gut. Der Bus hat aber jetzt keine Leute gebracht, ne? Da sind jetzt 80 Leute. Also wir sind, was das angeht, echt immer bei Vollauslastung. Ja, das passt. Also allzu viel Kapazität haben wir hier nicht mehr, was das angeht. Aber 11%, das sieht schon mal gut aus. Okay, gut. Dann haben wir damit hoffentlich jetzt so die Basisprobleme ein bisschen beseitigt. 62%, da müssen wir unbedingt weiter runterkommen. Das ist natürlich jetzt eine echte Katastrophe. Und hier gibt es natürlich jetzt auch ein paar Richter. Aber das bringt uns alles nichts, wenn wir... den hier nicht fertig bauen. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Einmal die Straße bitte bauen. Und dann sind das 12 Tonnen Stahl. Das können wir tatsächlich, bevor wir was anderes machen, machen. Okay. Pflanzen ist leer. Okay. Das ist noch kein Problem. Wir produzieren noch mit Stoff. Aber wir müssen jetzt langsam mal angucken... und anfangen, hier eine Alternative zu suchen. Und das ist bitte... einmal das LPG-Pflanzenkombinat raus. Den halt rein.
An dieser Station entladen. Ja, wir ja, wir müssen das auf 100% machen. Und dann machen wir das vor E-Bekleidung erstmal wieder ein bisschen voll. Okay. Noch haben wir genug Stoffe. Das sieht also erstmal ganz gut aus. So. Ich sollte da auch schon auf Kaufen gehen. Nicht auf Entladen. So, gut. Aber hier wird noch produziert, das ist kein Problem. Wie ihr seht, wir haben 73 Tonnen Stoffe. Das ist kein Thema. Pflanzen kommen. Wie sieht es hier aus? Hier wird schon ausgesät. Sehr schön. Tja, wir müssen jetzt auf jeden Fall warten, bis unser Stahl da ist. Da will ich jetzt nichts riskieren. Wo sind unsere Fahrzeuge? Wir können mal einen Blick riskieren. Ob die überhaupt schon wieder auf dem Weg sind. Es dauert zwar Ewigkeiten, aber also da steht keiner mehr. Getankt haben sie jetzt auch nicht. Was macht er jetzt? Achso, das ist die Feuerwehr. Ja, alles klar. Hat hier irgendwo ein einsamer LKW? Oder auch zwei. Nicht wirklich, ne? Ha! Gerade angekommen. Ha! Sehr schön. Dann sind wir jetzt bei... Blub, 31 Tonnen. Wundervoll. Dann können wir mit 31,2 Tonnen... Zack. Bitte, 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 bitte. Die beiden rausnehmen. Wunderbar. Und dann können wir nämlich mit 31 Tonnen sagen, dass wir bitte das Ding jetzt bauen. So, dann haben wir den Rest. Das ist kein Problem. Mit 82 Tonnen Ziegel haben wir, glaube ich, nicht, ne? Aber das ist kein Problem. Ein paar Bretter haben wir auch. Wunderbar. Dann können wir jetzt nämlich das Teil bauen. Und von hier aus dann die LKWs hoffentlich hier ummünzen. Dann vielleicht nochmal ein, zwei LKWs aus dem Westen dazu kaufen. Und dann hier mehr Traktoren kaufen. Dann sollte es wirklich besser werden. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Das ist nämlich auch, das habt ihr auch schon gesagt, dass wir da auf jeden Fall einen brauchen. Dann wird es dann nämlich auch besser. Sehr schön. Also Stahl ist auch endlich da. Und sobald wir das da hinten fertig haben, bauen wir das Gefängnis. Das ist natürlich alles... Wir müssten eigentlich das Gefängnis parallel bauen. Wir haben jetzt zumindest mal 7 Polizeibeamte hier. Das ist eine super Sache. Da gibt es jetzt auch ein paar Richter, die hier ihre Straftaten machen. Wie sieht es hier aus? Ärzte. Da gibt es jetzt 4 Leute. Okay, dann können wir mal gucken, dass wir in die Forschung mal gehen. Haben die Studie erlaubt es zu erkennen und einzuordnen, welche Parteimitglieder am loyalsten sind. Grundlagenforschung zur Vermeidung von Bränden. Luftverkehrsstudie brauchen wir nicht. Grundlage über das Potenzial vom Tourismus. Dies ist der erste Schritt, um Touristen in die Republik zu holen. Recherchiere über internationale Containernormen. Nach der Recherche werden wir in der Lage sein, Container für den Transport in unserer Republik zu verwenden. Das interessiert mich auch nicht. Zugverteilung. Wenn ich ehrlich bin, müssten wir wahrscheinlich erst warten, dass das ist, dass das kommt. Wir werfen mal einen Blick in die... Wir können das doch schon weitermachen lassen hier. Wir werfen mal einen Blick in die Grundlagenforschung. Die beiden interessieren mich. Also in den Forschungsbaum. Und wir hätten einmal... Das hier. Dann gibt es die Geheimpolizei. Okay, das ist die... Das ist schon mal eine gute Richtung. Aber bringt uns im Moment noch nichts, weil wir die Geheimpolizei noch nicht bauen wollen. Das ist mir in dem Fall auch egal. Das mit dem Bränden finde ich relativ wichtig. Gerade weil wir hier auf Hoch spielen. Das können wir tatsächlich mal erforschen.
Das ist, denke ich mal, eine relativ wichtige Sache. So, da ist er... Alter, Falter, der ist ja gleich fertig. Sehr schön. Wunderbar, dann können wir hier das nächste Stückchen schon in Auftrag geben. Zip, einmal bis dahin bitte. Wenn das fertig ist, können sie da auch schon bauen. So, dann haben wir die nächste Baustelle. Die ist nicht hier. Wir haben 12% Arbeitslose. Ja, wir dürfen jetzt echt nicht mehr haben. Wir könnten natürlich mal... Können wir auch Leute umsiedeln und die für Geld umsiedeln? Das weiß ich tatsächlich nicht. So, da ist das VZ Pflanzenkombinat 1. Das wird jetzt gebaut. Dann haben wir hoffentlich vor der Ernte das Ding fertig. Das wäre eine gute Sache. So, da wohnen relativ viele Leute drin. Ich muss immer mal einen Blick werfen in diese Sachen hier. Da geht uns aktuell keiner verloren. Sehr schön. Wie sieht es da aus? Wir sind bei 10 Polizeibeamten. Oh ja. Dann gehen wir da mal auf 14. Vielleicht kriegen wir da sogar ein paar mehr Leute rein. Das wäre super. Wir müssen hier unbedingt runterkommen. Bei diesen Sachen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommen die hoffentlich hier rein. Da ist nämlich gar nichts. Und dann müssen die dort eingesperrt werden. Aber solange wir da nichts drin haben, bringt uns der Rest nämlich auch nichts. Okay, fertig. Nächste bitte. Priorität hoch. Und danach bauen wir das Stückchen. Und dann können wir schon hier hinten mit dem Öl anfangen. Das ist eine schöne Sache. Okay, dann bleiben wir einmal bei den Nachrichten. Kies, 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 Kies. Arbeitslosigkeit zu hoch. Ja. Okay. Gut. Also hier läuft sie. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Verkehr wegen dem Kies. Wie sieht es hier aus? Wir sollten bald mal wieder ein bisschen Essen kaufen. Elektronik könnte ein Problem werden. Haben wir noch ein bisschen. Ein paar Radios stehen noch im Lager. Pflanzen sind da. Stoff ist jetzt auch wieder da. Guck, wir haben gerade mal 3 Tonnen für die Produktion hier verbraucht. Die Frage ist halt, ob wir hier echt noch eine weitere Kleidungsproduktion anschließen. Denn ich habe das Gefühl, dass wir hier sehr gut hinkommen mit der Produktion. Oder ob wir vielleicht noch was anderes verkaufen können. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier Wasser zu verkaufen. Also bei 11. Ja, wir könnten natürlich Wasser verkaufen, ne? Wenn man sich überlegt, ein so ein LKW bringt uns da doch eine ganze Menge Asche. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Was haben wir hier jetzt? Im April sind wir bei 53.000. Okay. Weil wir müssen unbedingt die Arbeitslosigkeit hochkriegen. Dann machen wir da mal mehr Leute rein. Da können jetzt hier gerne auch so viel, wie es geht, hinlaufen. Das ist auch kein Problem. Da können auch mehr Leute rein. Hier ist alles auf Maximum. Okay. Gut, jetzt sind wir bei 8%. Ich denke, 8% ist okay. Ihr habt mir mal gesagt, und das ist also mein Erfahrungswert, ganz auf 0, das Ganze hier zu bringen, ist eh nie gut. Dann sollte das hier passen. So, wie viel Kies brauchen wir hier? 93 Tonnen nur. Das geht aber. Ja. So, wie sieht es unten mit dem VZ aus? Ist noch in Arbeit. Numbers of workers reduced to zero. From zero to hero. Sollte aber kein großes Problem sein. Wichtig ist jetzt, dass wir die Kiesstraße bauen. Und dass wir die fertig kriegen. Das ist tatsächlich wichtig. Ihr habt übrigens auch nochmal gefragt, wieso ab und an hier die Nächte ein bisschen schneller gehen. Das ist die Tastenkombination Steuerung Numpad 1 oder Steuerung Numpad 2. Aber ganz wichtig, benutzt das nicht zu intensiv. Diese Geschwindigkeit, das ist quasi hier noch schneller und mega hyperschnell, die ist nicht auf die Bevölkerung abgestimmt.
Da müsst ihr definitiv vorsichtig sein. Ansonsten kriegt ihr hier Probleme. Ja, also da kann es sein, dass ihr euch damit die Republik kaputt macht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Okay, gut. Also, ihr Lieben, unsere Straße ist im Bau. Unsere Ölindustrie ist geplant. Unsere Westfahrzeuge sind fertig. Und unser VZ ist im Bau. Und dann können wir in der nächsten Folge weitermachen. Und wir müssen uns auf jeden Fall mal überlegen, wo wir die ganzen Leute hinkarren. Ich würde sie ja gerne hier drinnen arbeiten lassen. Aber das sind einfach 159 Tonnen Stahl, die wir aktuell leider nicht haben. Ja, es sieht aber erstmal ja ganz gut aus, dass wir uns stabil den Stahl holen können. Jetzt ist hier tatsächlich gar nichts mehr drin. Ich hoffe, das reicht hier aus. Es fehlen noch 11 Tonnen Stahl. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir genug haben. Der Stahllaster, also pass mal auf, wir können mit dem Stahllaster mal mitfahren. Wo ist der denn? Wo bist du? Dann machen wir gleich einmal eine schöne Fahrt. Ich hatte ihn noch eben gerade noch gesehen. Der ist doch noch nicht da. Na, wo ist er denn? Da ist er. Himmel. So, dann fahren wir mit ihm mal da vorne hin. Und dann bin ich mal gespannt, ob das ausreicht an Stahl. Ich muss sagen, die Republik sieht schon relativ schick aus. Es wird. Oh, Mädchen. Müsst ihr über die Straße. Wir wollen hier niemanden umbringen, sag mal. Er fährt echt da hinten lang. Ja, soll er machen. Da wird eine Brücke gebaut. Irgendwas ist da. Wir haben es gesehen. Also wenn man sich das anguckt, ist die Ecke eigentlich schon ganz schick, ne? Da hinten ist unsere Kleidungsproduktion. In dem See kann man im Sommer schwimmen gehen. Oh, was ist das für eine komische Wurst? Egal. So, einmal den Stahl abliefern, bitte. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das ausgereicht hat. Und ich hoffe, ihr seid mit mir gespannt, ob das ausgereicht hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.